Oh, 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 oh. Sieht nichts. Finde es übrigens auffällig, dass immer unser Magier betrunken ist. Er scheint da auf jeden Fall nicht abgeneigt zu sein, mal so einen kleinen zu haben. Wäre cool, wenn Regeneration Trunkenheit wegmachen würde. Das wäre Es wäre, ja, würde auf jeden Fall auch Sinn machen, irgendwie so, ja, schon. Bräuchte man vielleicht auch mal im echten Leben, ja, Regeneration, die das dann wegmachen könnte. Manchmal gar nicht so ganz schlecht. Ah, was bist du? Nur so ein Steingolem. Alles gut. Ja, das war gut. Oh, das sind jetzt ein paar viele. Könnt ihr nicht ein bisschen Abstand nehmen oder so? Kann man jetzt eigentlich rein theoretisch noch raus hier? Wenn ich mir das echte Leben einen Zauber ausruhen könnte, dann vermutlich Armageddon. Könnt ihr noch normal raus und rein, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wenn ich mir einen Zauber aussuchen könnte. Fliegen ist halt auch nicht schlecht, ne? Oder stell mal Wasserwandel vor. Gehst du schön über den Pazifik oder so? Tü-tü-tü. Geh heute mal ein Rundchen wandern. War das schon alles? Ich hoffe, dass die hier nicht zu nah rankommen. War das schon alles? Das war gut. Finger auf Gold, GG. Aha. Was meinst du damit? Ach so, es gibt so ein Spell, wo du Sachen in Gold verwandeln kannst, oder was? Jesus hat damals Wasserwandel ausgesucht. Wie es gerne hat, weiß man ja. Ja, stimmt auch wieder. Vielleicht sollte man sich das da überlegen. Obwohl der hier, der Stadtteleporter, der wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt, ne? Wenn man sich den dann aussucht. Ah, da ist die Treppe. Gewundert, muss man jetzt hier runterspringen? Mageddon hat da. Ja. Mageddon war. Alles auf der Map, glaube ich, wird direkt ausgelöscht oder so, ne? Ah, 50 Damage pro. Ein pro Fähigkeit. Fähigkeit ist nur dunkle Magie oder was? Oder ist das normaler? Also nicht von Erde oder so. Ist doch bestimmt ein Teleporter. Da unten ist auch ein Teleporter. Dunkel, ja. Hier ist nichts.
Komme ich vielleicht hier irgendwann später raus oder so? Gut, dann springen wir hier mal runter. Könnten natürlich auch eine Runde pennen, damit er wieder normal wird, ne? Komm, was machen wir? Ist ja wieder normal. Wir buffen uns einmal durch. Könntest eigentlich auch noch mal die Waffen verzaubern, zumindest den Bogen. Nicht den Bogen, der geht nicht. Einfach in die klitzekacke Wand laufen. Ja, aber hier oben geht das doch nicht, oder? Können wir mal gucken. Was wollte ich denn jetzt noch? Oder noch irgendwas? Schutz vor Magie und Bewahrung will ich auf jeden Fall auch noch. Ja, jetzt haben wir das. Ah, und Regeneration noch auf jeden. Bewahrung? Ja, man weiß ja nie. Also ich jedenfalls nicht. Och, das hatten wir doch schon. Zweimal Regeneration noch rein. Ach so, der Teleporter ist nur dafür da, dass ich wieder rauskomme, falls ich runterfall. Aber ich will doch gleich runterfallen. Ah, jetzt geht's. Habe ich wahrscheinlich vorher nicht richtig gemacht. War das schon alles? Jetzt brauchen wir aber mal ein paar Gegner hier. Nicht da so ein paar Zombies. Ein paar Gegner brauchen wir hier, ja. Aber hier sind keine mehr. Hab's schon. Festgewann. Das braucht man doch auch für eine Quest. Ganz nett, aber unnütz. Der eine wollte das doch haben. Der eine in der Wüste da wollte das haben. Auf jeden Fall. Keinen Platz mehr. Ach so, das meinst du. Okay, ja. So, was geht hier hinter? Wollen wir die Grube schon verlassen? Warum wollen wir die Grube schon verlassen? Wir müssen doch noch. Das Buch haben wir doch noch nicht gefunden, oder? Okay. Wenn ihr das sagt, dann muss ich wohl weiter. Huch. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Oh, ich finde, das sieht hier schon ganz schön gefährlich aus. Gefürchtete Lava auf dem Boden. Musst weiter. Drachenhaut. Hauch, go, go. Hab noch keine Drachenhauch. Ein Drachenhauch? Nö.
aber kümmere dich drum. Mächtigerlich. Jetzt haben wir ein paar Gegner. Auf jeden Fall. Nun, Katze, nun, Katze. Aber kümmere dich drum. Uncool. Könnt ihr euch mal wieder beleben, so? Ja. Danke. Hast gerade ziemlich Dusseln mit den Mobs. Meinst du, ich habe ein bisschen Pech mit denen, dass wir die hier gerade kamen oder was? Und den Hitboxes. Sind die nicht. Was? Warum sind hier denn einfach so eine normalen Leute? Achso, ich habe gerade ziemlich Glück mit den Mobs, okay. Ich werde hier aber gerade von beiden Seiten beballert. Das ist nicht so schön hier gerade. Ah, okay, das ist die. Ah, okay, alles klar. Jetzt macht das alles Sinn. Das ist quasi das dunkle Reich hier, okay. Rüstung wieder kaputt. Alles klar. Nee. Wer hat das denn ausgezogen? Du. Warte immer noch auf den ersten Drachenhauch. Können die Gegner den machen? Oder was? Also ich kann keinen. Das haben wir. Irgendwie müssen wir uns jetzt mal besser daran bewegen. Ah, okay. Ja gut, das stimmt. Das kann natürlich passieren. So wie ich das eine Mal jetzt gerade eben gut umgehauen worden bin. Soll ich das jetzt? Au. Au. Katze. Oh, wir werden von daher auch noch beballert. Na. Scheiße. Scheiße. Besiegt worden. Das war Drachenhaut, okay. Danach riecht es deine Katze, aber kümmere dich drum. So, müssen wir schauen. Da auf der Seite sind jetzt nicht so viele. Da sind nur so welche, ein Flötenspieler. Ja, wir können uns natürlich auch durchschleichen, ne? Lichtkönig. Wir machen das von hier so. Das war auch wieder ein Drachenhauch, ne? Nun, Katze. Soll man das hier vielleicht gar nicht schaffen? Ach komm, wir schleichen uns hier durch, ey. Wir machen. Wenn das überhaupt geht, oder entdecken die mich gleich? Nee, oder? Tü. Wonach riecht's denn hier? Ich bin gar nicht da. Mal hier längs. Sprecher für Tote, okay. Oh, lass mich in Ruhe. Nach rechts sagtest du, ne? Oh, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe.
Oh, ich bin gar nicht da. Bin schon vorbei? Will euch mal verpissen da vorne? Dankeschön. Treppe in Nordwesten. Ach, da ist die Treppe runter, okay. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da vorne so ein Loch ist. Als Kind habe ich nie verstanden, wie man die Grube und Brutgehege clearen soll. Nee, das kann ich verstehen. Ich laufe echt mit Absicht vorbei. Nee, ich habe das tatsächlich gar nicht gesehen hier, das Loch. Ich dachte, da war einfach nur eine Plattform. Oh, was seid ihr denn für Viecher? Ist das Superman, wenn er draufgegangen ist, oder warum fliegen die so komisch? Spiel gespeichert, so. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Hier wird ja Feuerresistenz jetzt schon Sinn machen, glaube ich. Was ich aber natürlich noch nicht gekauft habe. War das alles? Ja, die sind echt machbar. Soll mich das jetzt beeindrucken? Die Pit clearen soll. Ja, da war ich noch nicht. Aber gut, dass du mich schon mal vorwarnst, dass ich da mal nicht so einfach durchkomme. Ja, die kann man auf jeden Fall easy wegmachen. Wir machen zwar Flächenschaden, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber soll uns mal nicht so stören, denke ich. Da war das gerade eben schlimmer. Ich bin unglaublich. Kleinen Speicherer machen. Locker kommen die Viecher von gerade eben auch in der Arena, wenn man da ab Level 50 reingeht oder so. Ja, aber ich clear immer gerne alles. Auch so auf den Gegenden, wo ich dann irgendwie zum ersten Mal bin, versuche ich immer erstmal alles wegzumachen. Zumindest einmal so. Habe ich immer irgendwie Bock zu. Ah, eine coole Challenge, wo man erst die Area verlässt, sobald man alles geklärt hat. Ah, ist auch nicht schlecht. Ja, wo sind die denn jetzt hin? Guck mal hoch hier. Hier oben geht einiges. Ah, ich hab's gerade die helle Seite gewählt, okay. Auch nicht schlecht. Sind nur drei, ja, keine Ahnung. Irgendwie sterben die auch nicht. Ich muss da wahrscheinlich runterspringen. Oder? Oder gibt's hier wieder Geheimgänge, die ich wieder schon wieder nicht sehe? Was sind das? Was sind das für Viecher? Keine Ahnung. Wir springen mal runter. Ich renne nur vor Harpien weg, weil die einen immer betrunken machen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Und das ist hier ja keine Wanderung für gute Laune, ne? Das ist, hier geht's schon um was, ne? Wir müssen hier das Land retten. Katze. Der hat nicht so reingezwiebelt. Jetzt mehr erwartet. Was macht Feuer? Wie viel Schaden? Ah, drei Schaden nur. Meisten gehen auch irgendwie daneben. Erträglicher Schmerz!
war nur ein Kratzer? Die haben wir aber schon fast weg. Wollen ja wieder gucken, ob sie zu dick sind, um da vorne durchzugehen. Wenn sie da wieder wegmachen. Ja, wie gesagt, ich will da eigentlich ungern, warum ist sie jetzt drauf gegangen? Bin ich aufgepasst. Mich überall durchschleichen. Ich finde das irgendwie nicht so. Nimmt halt den Spaß weg, so, ne? Rüstung ist auch wieder kaputt. Alles klar. Jo, jo. Oh, ein Schild. Alles voll. So gut wie alles voll. Können wir hier nicht mal ein bisschen sortieren? Das sieht alles so unordentlich aus. Nee. Eigentlich müsste sie ja gleich wiederkommen. Sie hat ja noch Regeneration drauf. Ich glaube nicht, dass jemals jemand hier geklärt hat, ohne die Besmos in der engen Gänge zu schießen, okay? Kommen hier vorne noch so viele, oder was? Jetzt kommt er mir aber ein bisschen nah, der Gute. Machen wir den lieber schnell weg. Jetzt darf sie gerne wieder aufstehen, ja. Jetzt ist halt mittlerweile Regeneration echt stark, ne? Au! Oh nein. Ist zwar nur ein Kratzer. Das tut echt weh! Oh, ich guck mir das mal an. Die hier will ich jetzt nochmal wegmachen. Ich denke mal, das schaffen wir ja wohl. Nur ein Katze. Dau. Oh, Hilfe! Ich, oh, jetzt hau doch nicht ab! Ey! Ist zwar nur ein... Soll mich das jetzt beeindrucken? Nur ein Katze. Wir lassen ja nicht mal was fallen. Die haben auf jeden Fall ganz gut Leben oder halten ganz schön gut was aus. Unerträglicher Schmerz! Mit Lichtmagie wird das Game eh 10-mal einfacher. Aber ich habe mich mit den Zaubern noch gar nicht so beschäftigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die stark sind. Ah, jetzt muss Gellert nochmal eine Runde hier überleben. Sollte er aber schaffen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Jetzt. Oh, Hilfe! Hab jemanden schon mal jemanden mit einer Level 12er Party Donnerfaustgebirge clearen sehen? Sämtliche Minotauren sind zur Brücke gepult. Ah, okay. Ja, so kann man es natürlich, kannst natürlich so machen, ja. Aber eigentlich bist. Meint ihr, das kann man da vorne dann machen? Ja, ne? Wenn du dann mal abhaust? Verschwinde! Verschwinde! Hau ab! Au! Ist zwar nur ein Kratzer? Unerträglicher Schmerz! Oh, die hauen dann aber auch immer nochmal gut rein, wenn man so weggeht. Soll mich das jetzt beeindrucken? Aber kümmere dich drum. Au! Müssen wir die roten Supermänner mal wegmachen? War das schon alles? Auch weg. Mein Favorit ist mit kompletten Endgame-Gear mit Artefakten die Evermore-Insel zu verlassen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Komm her. Smaragdinsel. Ah,
So, jetzt haben wir den auch gleich mal weg. Der hält echt viel aus, ne? Der ist kein cooler Zeitgenosse auf jeden Fall. Bist du jetzt nicht mehr weg? Sehr gut. Speichern. Noch mehr von denen. Wie groß, ist das denn eine richtig große Hülle denn hier überhaupt? Nun, Katze. Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh ne, nicht die kleinen Viecher wieder. Hoffentlich explodieren die nicht heute. Soll mich das jetzt beeindrucken? Nö, explodieren immer noch nicht. Du hast ungefähr 2 Pixel mehr Melee-Reichweite. Kannst also im Nahkampf machen. Okay. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Dann machen wir den mal im Nahkampf. Dau. Nur ein Kratzer. Achso, du meinst da unten, die Viecher hätte ich im Nahkampf machen können, ja. Gut. Es geht hier oben. Haben wir noch magisches Auge aktiv. Noch lange genug auf jeden Fall. Das ist doch bestimmt nur eine Geheimtür, ne? Und das ist eine Falle, würde ich sagen. Ach, dicker Aal. Kann ich damit nicht auch die Gegner vielleicht auslöschen? Ne, schade. Wie entspannt der auch immer da vorbei fliegt, ne? Und dann immer mit der Superman-Haltung. Finde ich super. Super Superman-Haltung. Hä? Kommen die da überhaupt durch noch? Dau. Au! Dau. Ah, nicht die Grießerin umhauen. Weil ich mal bitte schnell hoch. Ist über eine Regeneration da drauf? Nach 6 Stunden? Ja, noch locker. Richtig lange. Jetzt ist sie weg, scheiße. Jetzt ist sie wieder da. Na. Soll mich das jetzt beeindrucken? Dau. Größerer Heal, ne? Das ist nur sie ist. Ganz halt weg, ne? War das schon alles? Oder wie viele sind denn das von denen? 3 Stück oder so? Fühlt sich das? Also es sieht richtig viel aus noch. Aber ich glaube, es sind nur 2. Komm, hauen die jetzt weg. Au! Hab dich. Schön. Nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Au! Aber auch die blauen explodieren auch nicht. Au! Ja, dann da noch. Dachte, da war eine Wand. Soll mich das jetzt beeindrucken? Das Gute ist, dann kann man die auch entspannt auf Nahkampf wegmachen, wenn sie eh nicht explodieren. Ist nur vom Vorteil. Das hier irgendwie das zweite Labyrinth, oder?
Sieht auf jeden Fall sehr verwirrend hier alles aus. War das schon alles? Easy so. Was passiert da jetzt? Für komisches Zeug, wenn ich hier rauf drücke. Warum sieht das so aus, als wenn dahinter noch die Tür ist oder so? So finde ich, so ein bisschen sieht das so aus, als wenn da noch irgendwie was ist. Haben wir bestimmt irgendwo anders was geöffnet. Nun, Katze. Ah, guck mal, jetzt haben wir bestimmt mit dem Raum haben wir jetzt hier das geöffnet und mit dem Schalter machen wir das auf einem anderen Raum. Ey, die Rüstung geht aber jetzt in letzter Zeit sehr häufig kaputt. Kein Platz mehr. Alles voll. So gut wie neu. Da passt nicht, gib das jemand anderem. Kein Platz mehr. Alles klar. So gut wie neu. Keinen Platz mehr. Und wie soll ich das machen? Alles voll. Oh, nur ihr, es kann ich wieder... Ich habe keinen Platz. Kann ich Platz jetzt nicht mehr reparieren oder was? Weil ich dafür keinen Platz mehr habe. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen Struktur vielleicht reinbringen ins Inventar. So, und jetzt müsstest du das doch reparieren können. Sehr schön. Tetris-Time, auf jeden. Manchmal fühlt man sich hier wirklich so. Sieht das da noch alles gut aus? Ja. Sonst noch irgendwas rot? Seins? Ist noch rot? Okay. Alles klar. Da passt nichts mehr rein. Sieht doch wieder vernünftig aus jetzt. Kann man die Falle entschärfen? Hab's schon. Ja. Gottes Eingriff. Tada. Können wir doch direkt beibringen einfach. Immer diese Messies. Eigentlich will ich immer ein aufgeräumtes Inventar haben, aber es wird ja so schnell vollgemüllt hier. Die 50 Gold ist gekottet. Stimmt auch wieder. So, jetzt müsste sich ja noch bei dem Annahmraum das geöffnet haben. Und ich drehe hier schon seit Stunden. Hier so meine Runden. Gar nichts? Soll ich verarschen? So, lohnt es sich hier noch weiter irgendwie die Inni sich so anzuschauen? Verknappt. Ja, für den Loot vielleicht so ein bisschen, ne? Kluge Frage, du stellst, junge Padawan. Ah, ich stelle doch nur kluge Fragen, oder was? Null Loot hier drin. Gar nichts. Komm mir jetzt gerade irgendwie gefühlt nicht weiter. Wupp. Hier war ich noch gar nicht, ne? Wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Auf Abstand. Dunkle Seite müsstest du den Hinterausgang finden, aber den Spaß kannst du schenken. Ja, an sich schon, ne? Wo sind wir denn jetzt wieder? Sind wir wieder am Anfang, oder? Soll mich das jetzt beeindrucken? Aber kümmere dich drum. Was soll da denn jetzt? Bin ich da einfach beballert? Aus dem Nichts. Aber da verlasse ich sie nicht. Ich kann doch hier drinnen bestimmt auch Wasserportal machen. Oder Stadtportal da. Ja. Oh,
Boah, wohin? Am besten. Welchen Tag haben wir denn heute überhaupt? Freitag, wir hätten auch bald wieder Sonntag. Stopp! Erst testen, ob du Grube TP machen kannst. Ja, das wollte ich jetzt machen. Wollte jetzt hier raus teleportieren, meinst du damit, ne? Einfach nur mal. Ach so, ich soll da wieder zurück? Durch das Viertel? Hey, ja, ob ich normal porten kann oder nicht. Mit Stadtportal. Weiß gerade nicht, was du meinst. Ob ich in die Grube porten kann? Von wo soll ich mich denn in die Grube porten? Immer das. Meint, ob ich mit dem Port dahin porten kann. Das kann ich. Kann ich ja jetzt nicht so halt draufklicken. Dann passt das. Dann kann ich abhauen, ne? Alles klar. Perfekt. Dann gehen wir jetzt. Wir müssen ja letztendlich wieder zur Wüste. Wo kommt man denn da nochmal hin? Erita, ne? Irgendwie da konnte man doch. Schwere Geburt auf jeden Fall, ja. Na, sorry, ich wusste da jetzt nicht so genau, was du da gerade meintest. Jetzt müssen wir mal Inventare leere machen, mal unsere Ärzte mal wieder loswerden, ein bisschen aufräumen. Ja, mit dem Reisen habe ich das nicht so, wo ich da jetzt. Wie ich am schnellsten zu. Ach, Wüste, ja doch, weiß ich, wie man am schnellsten hinkommt. Aber wir verkaufen kurz mal alles. Wir verkaufen mal kurz alles. Den Stab. Kein Platz Die mehr. Kette. Kein Platz mehr. Guten Tag. Obwohl könnten. Auf Wiedersehen, Geizhals. Du redest doch nicht mit mir. Wir könnten ja auch erstmal schauen, ob wir sie jetzt im Handeln hochbekommen. Komplett. Ob wir noch eine Stufe aufsteigen können. Und dass wir die dann zur Großmeisterin machen im Handeln. Und dann verkaufen wir alles. Ich denke mal, das ist ein guter Plan. So. Double Speed anmachen. Kurz mal schauen, ob wir ein bisschen was lernen können. Die beste Ausbildung des Ja, Landes. können wir sogar. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Es langt aber nicht ganz. Doch, es langt komplett. Nice. Sehr gut. Jetzt könnten wir mal Federfall anmachen. Monat müssen wir noch schauen. Und der Handelsgroßmeister ist auch. Ist gerade Mai und Samstag. Was war das? War das Oktober oder September, wo du meintest?
Fliegen. Oh, dann nehmen wir noch ein bisschen Gold mit. Gold kann man... Oktober war das, okay. Oh, und noch eine Truhe. Nice. Hab's schon. Guck mal, das wäre der falsche Golem im Kopf gewesen, ne? Ganz nett. Aber wem soll das denn nützen? Mehr. Kenn ich nicht. Wem soll das denn nützen? Heldentumstrank. Das ist der richtige? Da habe ich wohl damals den falschen genommen. Großmeister, jo, perfekt, bam. Dann haben wir das, jetzt müssen wir zur... Was ist denn da dran, ne? Mal kurz gucken. Luftmagie-Großmeister, ah, okay. Ach gut. Jetzt müssen wir zur Schule. Wo war denn die Schule? Tü-tü-tü. Da steht nur so ein einsames Häuschen. Was ist denn hier drin? Ein Altar. Können wir bestimmt nicht heute anbeten, ne? Ne, da müssen wir nachher eine Statue raufpacken, ne? Will ich eigentlich heute auch noch besorgen. Keine Ahnung, wo die... komische Schule ist. Ich gehe da jetzt so hin. Da ist sie. So. Erzmagier. Pop. Das Buch. Meister Gray greift sich an die Ohren und springt voller Freude umher. Ihr habt es geschafft. Oh, was für ein Tag. Ich bin so stolz auf euch. Ihr seid alle Erzmagier. Natürlich seid ihr das nur, wenn ihr vorher schon Magier wart. Ansonsten seid ihr eben die Gefährten des Erzmagiers. Aber das ist doch genauso gut. Und wen interessiert das schon? Ihr habt das Buch gefunden. Der Meister legt das Buch vorsichtig auf einen Tisch neben ein leeres Buch. Beide öffnen sich gleichzeitig und vom Tisch erhebt sich eine Federkiel, der nun beginnt, den Text in das neue Buch zu übertragen. Ihr könnt die Kopie behalten, außerdem sollt ihr auf jeden Fall die Lichtgilden von Bakade und Fels besuchen. Direkt alles in Lichtmagie ballern. Müssen wir erstmal noch Lichtmagie lernen. Was gibt's hier eigentlich noch so? Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nö, oder? Jetzt könnten wir hier mal... soll er Lichtmagie lernen? Oder er sie hier? Wird er das lieber sie lernen lassen, tatsächlich? Ja, Priesterin oder der... Erzmagier jetzt ja mittlerweile. Oder kann der überhaupt Licht? Ich glaube, der kann gar nicht Licht, oder? Weil ich würde gerne in Feuermagie auf jeden Fall Großmeister werden. Erkennungsgroßmeister. Ist der vielleicht auch hier?